Wir sind jetzt schon wieder an einem Punkt, wo kaum mehr Platz in den Intensivstationen ist. Die Patienten werden immer jünger. Das gibt uns schon zu denken. Auf der anderen Seite haben die Menschen so etwas wie Corona-Fatigue. Also irgendwie niemand mehr. Aber es bleibt uns nichts anderes übrig. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe der Zeitgespräche. Wieder hier aus der Wiener Urania, dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Ich habe heute eine sehr spannende Frau hier zu Gast, die in vielen heiklen Fragen der Gesellschaft zu Wort kommt und gefragt wird. Begrüßen Sie mit mir die Vorsitzende der österreichischen Bioethikkommission, Frau Dr. Christiane Trumbl. Herzlich willkommen hier in der Wiener Urania. Grüß Gott und vielen Dank für die Einladung. Es freut mich wirklich sehr, dass Sie Zeit gefunden haben, heute in die Wiener Urania zu kommen. Fragen der Bioethik begleiten uns ja praktisch ständig im Leben. Frau Dr. Trumbl, haben wir Ihren Lebenslauf angeschaut. Sie sind seit 2007 die Vorsitzende der österreichischen Bioethikkommission im Bundeskanzleramt. Sie sind jetzt auch die Direktorin des Josephinums, der medizinisch-historischen Sammlung der Wiener Medizinuniversität. Sie waren Vizerektorin, Sie begleiten jetzt einen Lehrstuhl für Bioethik, der zwischen der Medizinuniversität und gemeinsam von der Medizinuniversität mit der UNESCO eingerichtet wurde. Sie haben so viele Funktionen, sind in so vielen Gremien, sind Mitglied des obersten Sanitätsrates der Republik, wenn ich das richtig recherchiert habe, und in vielen, vielen internationalen Gremien, weil gerade in Form der Bioethik ist wahrscheinlich der internationale Austausch ganz, ganz wichtig. Was sind denn im Moment sozusagen die brennenden Themen im Feld der Bioethik? Gut, ich werde Sie nicht überraschen, wenn ich sage, Corona als erstes natürlich, das hat uns ganz viele Fragen gebracht und eine sehr große Beschäftigung mit dem Thema. Wir haben auch als Bioethikkommission in ungeahnter Weise eine ganze Fülle von guten, wichtigen Entscheidungen, Stellungnahmen zu dem Thema gebracht. Aber sonst gibt es natürlich auch alle anderen Themen, die uns auch schon durch die Jahre und Jahrzehnte beschäftigen, wie Reproduktionsmedizin, Würde am Ende des Lebens, künstliche Intelligenz und so weiter. Die Bioethikkommission ist ja eine höchstkarätig zusammengesetzte Expertenkommission. Können Sie vielleicht ein bisschen was zur Arbeit der Bioethikkommission sagen? Ich kann nur unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sind wahrscheinlich keine extrem fachbezogenen Kenner dieser Materie. Daher ist die Frage natürlich nach dem Aufgabenfeld, der Zusammensetzung, den Disziplinen, die in der Bioethikkommission verankert sind, sehr groß. Ja, sehr gerne. Ich glaube, es ist ein wirklich interessantes Gebiet und gerade jetzt, wo wir so viel in den letzten Monaten über Politikberatung durch Wissenschaftler gehört haben und immer noch hören, ist es gut zu wissen, was es für Möglichkeiten gibt. Und die Bioethikkommission ist ein hervorragend strukturiertes Gremium. Also wir sind ein interdisziplinär zusammengesetztes Gremium von Wissenschaftlern, die alle sozusagen eigenberechtigt Mitglied sind, ehrenamtlich, das möchte ich auch gerne dazu sagen. Das ist nicht selbstverständlich. In anderen Ländern bekommen Bioethikkommissionen auch eine Aufwandsentschädigung und anderes. Aber wir sind 25 Mitglieder, derzeit 12 Frauen und 13 Männer, wie es halt so ist. Ja. Wir setzen uns zusammen aus Medizinern, Genetikern, Philosophen, Rechtswissenschaftlern, Theologen, Politikwissenschaftlern. Also sozusagen, wir nähern uns der Materie Bioethik von den verschiedenen Bereichen an und das ist sehr wichtig. Aber es sind brennende Themen, die Menschen wirklich bewegen. Also jetzt zum Beispiel wahrscheinlich, weil Sie Corona angesprochen haben, da gibt es, glaube ich, kreuz und quer auf der Welt die Frage nach der Impfpflicht. Wie hat sich die Bioethikkommission damit beschäftigt? Ja, wir haben uns an sich schon seit längerem mit der Impfung an sich
beschäftigt. Es hat uns ja damals der Gesundheitsminister Stöger im Jahr 2014 aus Anlass dieser Masernepidemie gefragt, wie wir überhaupt die ethischen Aspekte der Masernimpfung sehen. Und wir sind damals im Jahr 2015 zu einer Stellungnahme gekommen, die unter dem Motto Information, Motivation und Transparenz gestanden ist und wo wir gesagt haben, für die Eltern von Kindern eine Offensive sozusagen an Information ist notwendig, aber für alle diejenigen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, Ärzte, Krankenschwestern, Krankenpfleger, technisches Personal und so weiter, die mit Menschen konfrontiert sind, wäre eine Verpflichtung als Berufsvoraussetzung sozusagen für einzelne Erkrankungen, darunter die Masern, notwendig. Sie diskutieren das in der Bioethikkommission, Sie geben dann Empfehlungen oder Stellungnahmen ab und da ist dann die Schnittstelle mit der Politik hergestellt. Genau. Es ist so, dass wir sind ja auf Basis einer Verordnung eingesetzt und in dieser Verordnung und der ganzen Rechtsgrundlage, Geschäftsordnung etc. wird auch festgehalten, dass wir uns bemühen müssen, eine einheitliche Meinung zu finden. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, weil wir sind doch sehr verschiedene Menschen. Wir sind sehr vielfältig auch von unserem Background. Und wenn die Politik tatsächlich etwas mit unseren Stellungnahmen anfangen kann und anfangen soll, dann muss sie eine einheitliche Stellungnahme bekommen. Mhm. Weil was nützt es dem Bundeskanzler, dem Gesundheitsminister, wem auch dem Parlament, eine Fülle von verschiedenen, so nach dem Motto, such dir aus, was dir passt, zu haben, das geht nicht. Das ist im Sinne der Wissenschaftsberatung nicht. Das heißt, möglich. Sie als Vorsitzende bemühen sich natürlich, möglichst ein möglichst einheitliches gemeinsames Bild zu sein, aber es wird sicher die eine oder andere Frage geben, wo es eine Mehrheitsmeinung oder eine Minderheitsmeinung natürlich, gibt. Natürlich, und das ist ja auch gut so bei manchen Dingen, also bei den ganzen Impfthemen ist es kein Problem, da finden wir zu einer einheitlichen Stellungnahme und das nicht, also ganz einfach sozusagen. Aber alles, was sozusagen die weltanschaulichen Breite unserer Gesellschaft ausmacht, wie eben alle Probleme zu Beginn des Lebens oder zum Ende des Lebens, wo es ja verschiedene Meinungen gibt, verschiedene Ansichten gibt, verschiedene kulturelle Einstellungen gibt, da geht das nicht, aber da ist dieser Mechanismus dann tragend, dass wenn jemand nicht mit der sozusagen Mehrheitsmeinung konform gehen kann und will, dann muss er selber was schreiben. Ja, ja. Dann muss er seine Meinung oder muss sie ihre Meinung erläutern, mit ihrem Namen unterzeichnen und dann werden beide oder alle drei Meinungen veröffentlicht und nach außen bekannt gemacht. Es haben ja fast alle Mitglieder der Bioethikkommission eine hohe publizistische Tätigkeit. Schon, oder sehr intensive. Ja? Und das ist ja oft dann sozusagen, ihre Beiträge sind wahrscheinlich der Sukkus auch ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit. Ne? Ja, natürlich. Und deswegen sind sie ja Mitglieder, weil sie eben profunde Kenntnisse auf ihrem Bereich, ihrem Bereich haben. Und sie sind ja nicht Lobbyisten, sondern eben Wissenschaftler. Und die Wissenschaft ist ja auch etwas, was im Fluss ist, was sich ständig ändern kann. Mhm. Denken wir daran, was wir alles für eine Entwicklung an Wissen und Erkenntnissen gehabt haben im letzten Jahr in Bezug auf Corona. Ja, ja. Und kann die Bioethikkommission von sich aus Themen setzen oder sind Sie darauf angewiesen, dass die Themen aus der Politik hereinkommen? Nein, wir setzen durchaus von uns auch Themen und wir sind aber froh natürlich, wenn wir zu einer Frage Stellung nehmen können, die von aktueller Wichtigkeit ist. Und wir haben ja es auch so gehabt, dass wir in der Vergangenheit auch vom Verfassungsgerichtshof gefragt wurden zu unserer Meinung. Also da ist alles möglich. Und die Wertschätzung einer Bioethikkommission oder der Wert dieser Themen, ja, ist der in Österreich so vergleichbar mit anderen Ländern oder gibt es da in der Schwerpunktsetzung Unterschiede international? Also es gibt inzwischen in fast allen Ländern der Welt, selbst in den most remoted countries sozusagen, eine Bioethikkommission oder einen Ethikrat.
Also das ist etwas, was ja auch von der UNESCO, von der WHO auch sehr gefördert wird, weil das ja auch wieder einen Ausfluss auf die sonstige Wissenschaftstätigkeit in diesem Land hat. Und die einen sind halt mit mehr PR-Kunst gesegnet oder mit mehr finanziellen Möglichkeiten. Die anderen haben vielleicht wieder andere Mitglieder, bekannte Persönlichkeiten, so dass das ein bisschen verschieden ist. Mhm. Aber man muss sagen, dass schon wir auch sehr stark gefragt werden im Rahmen der Pandemie eben zu einzelnen Punkten unsere Meinung zu geben. Andere Länder, ich meine, Deutschland hat natürlich einen sehr gut finanziell ausgestatteten Ethikrat. Die haben viele Mitarbeiter, die auch wie ein Wissenschafts-Think-Tank tätig sind. Und die haben auch die Möglichkeit, ständig ihre Ansichten mittels Pressekonferenzen und Ähnlichem bekannt zu geben. Das haben wir in einem geringeren Maße natürlich. Aber weil Sie die Corona-Situation angesprochen haben und der Druck, sozusagen Impfstoffe zu erzeugen, der Druck, Medikamente zu erzeugen, da hat sich ja jetzt ein unglaublicher Druck in Richtung Forschung, in Richtung Wissenschaft aufgebaut. Sie sind ja auch eine führende Persönlichkeit der Medizinuniversität. Kann man das so sagen, leidet da die Forschung oder die anderen Bereiche der Forschung, weil sie doch jetzt alles auf Corona fokussiert? Das ist eine sehr gute Frage. Natürlich, Malaria gibt es nach wie vor. Nur weil es Corona gibt, ist es nicht so, dass nicht hunderttausende Menschen an Malaria jedes Jahr sterben. Und wir haben alle Diabetes in allen Ländern noch, genauso Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs. Das ist ganz klar. Aber trotzdem denke ich, dass sich diese große Forschungstätigkeit in Bezug auf Corona, gerade auf die Impfstoffe, ja nicht nur für Corona wichtig war, sondern dass hier auch Erkenntnisse gefunden wurden, die ja sehr gut auf andere Bereiche auch anzuwenden sind. Also das ist sicher eine Bremse vielleicht für viele andere Dinge, aber ein Push wieder für weitere. Aber kann man sagen, dass vielleicht dieser Push sozusagen oder dieser Schwung sozusagen nach Corona oder nachdem die Pandemie beherrschbar geworden ist, für andere Disziplinen mitgenommen werden kann schon. Oder für andere Forschungsfragen? Also sicher, schauen Sie sich an, wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass wir so schnell so viele auf verschiedenen Basis beruhenden Impfstoffe entwickeln können. Und das wird ja sicher für andere Erkrankungen auch der Fall sein. Ja. Und ich finde das schon eine immense Leistung unseres Wissenschaftslebens und Wissenschaftsbereichs weltweit hier, das gemeinsam zu tapacken irgendwie. Mhm. Und das wird uns sicher für andere Erkrankungen auch Möglichkeiten geben. Liebe Frau Doktorin, ich darf vielleicht auf einige Themen noch zu sprechen kommen, die uns in den letzten Jahren sehr, sehr bewegt haben. Meines Wissens nach hat sich die Bioethikkommission auch mit Fragen der künstlichen Intelligenz befasst. Und wie läuft denn da die Diskussion? Setzt man da Grenzen? Sagt man da sozusagen, wo künstliche Intelligenz sozusagen, wo ein Endpunkt gesetzt wird? Oder lässt man da sozusagen der Fantasie freien Lauf? Naja, künstliche Intelligenz ist ein Begriff, der natürlich fast alle Bereiche unseres Lebens durchwirken kann. Wir haben uns natürlich nur mit diesen Schnittstellen zur Medizin, zum Krankenhaus, zum Patienten, zum Menschen hier befasst. Obwohl es heutzutage scheint, als hätten wir vor 1000 Jahren darüber gesprochen. Es war eigentlich die letzte Stellungnahme im letzten Jahr, die sich nicht direkt mit Corona befasst hat, aber ich glaube, es ist schon ein sehr wesentliches Thema, gerade für die Diagnostik in der Medizin. Man denke an Muttermale, Melanom-Diagnostik und ähnliche Dinge, wo natürlich, oder gerade auch die Röntgensituation, wo künstliche Intelligenz schon dem Menschen einiges voraus hat. Aber das heißt nicht, dass es ohne den Menschen weitergeht, sondern irgendeiner muss ja dann die Ergebnisse der künstlichen Intelligenz, die hier in der Diagnostik möglich sind, mit dem betroffenen Menschen besprechen und die weitere Therapie. Also es wird immer mit dem Menschen sein und Ärzte werden nicht obsolet werden. Das heißt, wir sind noch immer in der Situation, dass wir die Maschine abschalten können.
Sie meinen jetzt jede Art von Maschine, ja? Ja, eben, ja. Ich denke ja, schon. Ja. Frau Dr. Trummel, eine Frage, die uns weltweit oder vor allem in der westlichen Welt seit Jahren immer wieder beschäftigt und wo es auch in Europa unterschiedliche, auch juristische Ansätze gibt, ist die Frage des assistierten Suizids. Kann man Menschen sozusagen in der letzten Lebensphase, unter Anführungszeichen, helfen, rüberzugehen, Themen, die Sterbehöfe und so weiter, die vorkommen. Ihr habt euch da sehr intensiv mit der Thematik beschäftigt. Ja, wir haben im Jahr 2015 damals gemeinsam oder parallel zur Enquete im Parlament uns des Themas des Lebensende angenommen, wobei für uns damals der Hauptteil unserer Beschäftigung die Übertherapie oder das Verhindern der Übertherapie war, dann natürlich auch die Situation, wie man es erreichen kann, dass Palliativmedizin und Hospizwesen flächendeckend in Österreich finanziert wird, gelehrt wird, durchgeführt werden kann. Aber selbstverständlich in diesem großen Bereich des Lebensendes ist das Strafgesetzbuch auch involviert sozusagen gewesen und wir haben gerade zum assistierten Suizid das gesagt, dass dieser Paragraph ja aus der Zeit des Austrofaschismus stammt, aus dem Jahr 1934, nie seither geändert wurde und dass der Paragraph 78 ja zwei Elemente hat. Das eine 78 Strafgesetzbuch. Strafgesetzbuch, ja. Also heißt die Mitwirkung am Selbstmord, auch ein Begriff aus dem aus der Vorkriegszeit sozusagen. Und die beiden Elemente sind einerseits die Verleitung zum Suizid. Da will niemand etwas ändern, weil das können wir natürlich nicht akzeptieren, sowas, das ist ganz klar. Aber das andere Element ist die Beihilfe. Und unter dem Wort Beihilfe wird so vieles verstanden, wie einerseits zum Beispiel das Tragen des Koffers für den Sterbewilligen zum Zug, damit er in die Schweiz fahren kann, aber genauso auch für die Ärzte ein offenes Gespräch mit dem Patienten. Weil in dem Moment, wo der Patient sagt, er möchte nicht mehr leben, müsste eigentlich, damit er sich nicht schuldig macht, der Arzt diesen Patienten einweisen in eine Psychiatrie, weil er selbst gefährdet ist. Und das sind Dinge, die wir eigentlich in großer Mehrheit gesagt haben, dass wir das hier überdacht haben wollen und neu vom Gesetzgeber geregelt haben also wollen. Also quasi die indirekten Wirkungen. Ja, dass dieser Begriff der Beihilfe, der so breit in Österreich verstanden wird, dass hier nicht eine unschuldige Tat sozusagen oder ein unschuldiges Gespräch schon hier zu einer Beihilfe mit einer Strafandrohung von bis zu 5 Jahren geahndet wird. Und in der Schweiz ist die Rechtslage so, dass dort unter bestimmten Voraussetzungen der medizinisch begleitete Suizid möglich ist. Naja, die Schweiz hat dazu noch diese Möglichkeit einer gewerbsmäßigen Begleitung. Das ist etwas, was wir als Bioethik-Kommissionsmehrheitsmeinung abgelehnt haben. Und jetzt hat ja ohnehin noch im Dezember der Verfassungsgerichtshof überhaupt diesen Paragraphen neu zur Disposition gestellt. Und jetzt muss sich der Gesetzgeber ohnehin überlegen, wie er diese Situation regeln kann. Und der Verfassungsgerichtshof hat dem Gesetzgeber jetzt einen Rahmen gegeben, innerhalb dessen er seine Entscheidungen zu treffen. Ja, bis Ende des Jahres 2021 muss eine Neuregelung gefunden werden. Wenn sie nicht gefunden wird, dann ist dieser Paragraph in der Hinsicht, das ist ein kurzer Halbsatz, der dann wegfällt, verändert. Aber ich nehme an, dass das nicht im Sinne der Regierung ist, der derzeitigen, das hier einfach so zu lassen, sondern dass die durchaus eine rechtliche Grundlage hier neu fassen müssen. Aber da wird sicher die Bioethikkommission wieder gefordert sein. Na, schauen wir mal, weiß ich noch nicht. Lass mich überraschen. Ja.
Liebe Frau Doktorin, ein großes Thema der Bioethik, ein großes Thema der Bioethik war der gesamte Komplex der Reproduktionsmedizin. Und können Sie da unseren Zuschauerinnen und Zuschauern vielleicht ein bisschen was dazu erzählen? Wie ist der Stand in Österreich? Wie stehen wir da im internationalen Vergleich? Wie ist unsere Haltung? Und was versteht man eigentlich unter Reproduktionsmedizin im strengen Sinn? Okay. Gerne, mache ich gerne. Also es geht hier um die künstliche Fortpflanzung, also die künstliche Befruchtung und alle Aspekte dieser künstlichen Befruchtung, wozu man sagen muss auch, dass eigentlich diese Reproduktionsmedizin, die künstliche Befruchtung, Grund war, dass Bioethikkommissionen überhaupt gegründet wurden, weil zum Beispiel Präsident Mitterrand in Frankreich hat 1983 nach der Geburt des ersten In-vitro-Babys in Frankreich die dortige Bioethikkommission ins Leben gerufen. Also da sieht man schon, um was für Dimensionen es geht. Und Österreich hatte seit 1992 ein Fortpflanzungsmedizingesetz, das aber damals sehr fortschrittlich war, aber mit der Zeit weder der Technik noch den gesellschaftlichen Grundlagen mehr entsprochen hat. Daher mussten wir uns dieser Thematik stellen, wurden auch vom damaligen Bundeskanzler Faymann aufgefordert, das zu tun. Und es haben eine Stellungnahme dazu 2015 auch, 2012, irgendwie verschwimmen wir die Jahreszahl, gemacht, wo wir eben angeregt haben, all die Dinge, die nicht mehr entsprochen haben, zu ändern. Und seither ist bei uns möglich, also erstens die Eizellspende unter gewissen Einschränkungen ist möglich, dann wurde auch die künstliche Befruchtung geöffnet für gleichgeschlechtliche weibliche Paare. Nicht aber für alleinstehende Frauen. Also es ist nicht mehr so wie vorher, dass nur heterosexuelle Paare und also Ehepaare und in Lebensgemeinschaft. Weil man hier auch das Vorhandensein einer Lebensgemeinschaft vorausgesetzt hat. Ja, sichtlich wollte der Gesetzgeber, dass die Kinder zwei Bezugspersonen haben, daher eben nicht eine alleinstehende Mutter. Dann, wie gesagt, die Eizellspende. Es ist unter sehr strengen Möglichkeiten die sogenannte Präimplantationsdiagnostik ermöglicht worden. Mhm. Also die Untersuchung der befruchteten Eizelle in der Petrischale auf bestimmte Erbkrankheiten. Aber gibt es da nicht gerade in der Thematik einen Wildwuchs an privaten Anbietern im Internet, wo man irgendwelche Tests einschicken kann, die dann zu irgendwelchen Prognosen führen? Naja, das ist überhaupt das Problem. Wir haben in ganz Europa und auf der ganzen Welt ein total heterogenes System in Bezug auf was erlaubt ist und was verboten ist. Bei uns zum Beispiel in Österreich ist das sogenannte Social Egg Freezing, also das Einfrieren der Eizellen, um sie später einmal wieder aufzutauen, um eigene Kinder haben zu können. Das ist bei uns für gesunde Frauen verboten, für Frauen, die an einer Krankheit leiden, also aus einer medizinischen Indikation, ist es erlaubt. Ja. In Deutschland ist das überhaupt nicht geregelt, das heißt durchaus möglich auch für gesunde Frauen, während in Deutschland zum Beispiel die Eizellspende verboten ist. Also in Tschechien ist all das erlaubt, was bei uns und in Deutschland verboten ist. Es ist ein wirklich extrem verschiedenes System, was natürlich auch wieder einen Reproduktionstourismus fördert. Ganz, ganz spannende Themen, die sich einbringen. Darf ich vielleicht zu einem ganz anderen Thema kommen? Sie sind die Direktorin des Josephinums der Medizinischen Universität Wien und Sie sind da vor kurzem mitten in einer Aufarbeitung unserer jüngeren Zeitgeschichte gelandet, weil bei Ihnen diese Originalzeichnungen dieses Bärenkopfatlas gelandet sind, die Sie bekommen haben, glaube ich, vom Verlag. Der Bärenkopfatlas ist ja ein Atlas, ein medizinischer Atlas, wo man davon ausgeht, dass dort Abbildungen drinnen sind, gezeichnete Abbildungen von Opfern der NS-Zeit. Geht man davon wissenschaftlich auch davon aus? Ja,
Das weiß man inzwischen, weil das in den 90er Jahren im Rahmen einer Senatskommission untersucht wurde. Mhm. Fangen wir vielleicht vorne an. Nicht alle werden wissen, Pernkopf war ein Anatom, war genau zu der Zeit Dekan und später auch Rektor der Universität Wien zu der Zeit des Nationalsozialismus, war ein glühender Nationalsozialist und war auch schuldig an der Inkorporierung der Gedanken des Nationalsozialismus im Curriculum. Ja. Aber er war auch ein sehr guter Anatom und hat einen hervorragenden anatomischen Atlas gemacht, den eben sogenannten Perlenkopf-Atlas, der damals von Urban und Schwarzenberg herausgegeben wurde. Und durch eine Rechtsnachfolge ist das an den großen Wissenschaftsverlag Elsevier gekommen. Und nach dem Krieg kam es eben in den Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre zu einer öffentlichen Aufschrei, dass aus dieser Atlas auf Basis von Zeichnungen von Opfern aus dem Strafgerichtshof angefertigt wurden. Und es gab auch Zeichner, die dann kleine SS-Runen oder Hakenkreuze in ihre Signatur gemacht haben. Mhm. Und dieser Aufschrei hat natürlich dazu geführt, dass man alles versucht hat herauszufinden. Leider konnte man diesen Opfern nicht einen Namen geben, weil sie anonymisiert waren. Man wusste nicht, wer sie sind. Aber es waren insgesamt zu der damaligen Zeit 1370 Opfer in etwa, eben Widerstandskämpfer, andere Gegner des Nationalsozialismus und des Regimes. Diesen Opfern wollte man eben auch Genüge tun, an sie erinnern und die ganze Geschichte dieses Perlenkopf-Atlas eben auch so publizieren. Man hat sich überlegt, ob man diesen Atlas weiterverwenden soll oder nicht. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Ergebnissen oder Produkten der Wissenschaft und aus unethischen Gründen oder zu Zeiten des Nationalsozialismus war das nicht so einfach zu machen, weil der Atlas einfach ein hervorragendes Werk war. Ja, ja. Und selbst seine größten Gegner gefordert haben, dass er quasi als Memento für diese Opfer auch dasteht, dass einerseits die Zeichnungen Leben retten können, weil sie so genau sind, und andererseits wir die Geschichte nicht verfälschen wollen, aber genau erklären wollen und das Gedenken an diese Opfer bewahren wollen. Also eine von mehreren Aktivitäten der Medizinuniversität, man hat die Reste von Opfern jetzt bestattet vor einiger Zeit und Spiegelgrund und diese Dinge. Ja, das hängt alles damit doch zusammen. Und Österreich war halt doch sehr spät in vieler Schritte in dieser Aufarbeitung. Ja. Und ich denke auch, dass wir gerade als Medizinuniversität diese Verbindungen zwischen Medizin und Macht, zwischen Herrschaft und Wissenschaft, dass wir die auch gut im Auge haben sollen und allen jungen Medizinstudierenden durchaus auch erzählen sollen, was passiert ist, um solche Dinge auch in Zukunft zu verhindern. Liebe Frau Doktorin, ich komme schon ganz zum Schluss. Sie haben am Beginn haben wir natürlich sehr viel über Corona gesprochen. Sie haben jetzt einmal in einem Artikel geschrieben, dass Sie hoffen sozusagen, dass die Zahl der Intensivpatienten nicht höher sein wird als die Zahl der Intensivbetten. Und ich glaube, wir hoffen alle, dass dieses System der Triage, wo der Arzt dann letzten Endes entscheiden muss, wer behandelt wird oder wer nicht oder wer so behandelt wird, und dass wir nicht in diese Situation kommen. Und das ist vielleicht auch ein bisschen eine Mahnung gewesen, nicht? Von Ihrer Seite. Oder? Ja. Naja, wir sind jetzt schon wieder an einem Punkt, wo kaum mehr Platz in den Intensivstationen ist. Die Patienten werden immer jünger. Das gibt uns schon zu denken. Auf der anderen Seite haben die Menschen so etwas wie Corona-Fatigue. Also irgendwie niemand mehr. Ja. Aber es bleibt uns nichts anderes übrig als Wir hoffen auf die Impfung. Ich glaube, es ist schon
sehr wichtig, dass wir alle uns impfen lassen und sonst halt auch noch die richtigen Distanzen und Masken weiter bewahren. Also diese Ihre Botschaft einer führenden Mitarbeiterin der Medizinuniversität, die wollen wir sozusagen auch an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer weitergeben. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken, dass Sie die Zeit gefunden haben, hier in die Wiener Oranier zu kommen, mein Gast zu sein, dass Sie die Zeit gefunden haben, zu diesen spannenden Themen Stellung zu nehmen. Und liebe Frau Doktorin Trummel, am Ende ist es immer so, mein Wahlkreis ist der 13. Bezirk und am Dach der SPÖ-Bezirksorganisation befinden sich Bienenstöcke, wo fleißige Bienen einen wunderbaren Wiener Honig, der genfrei zertifiziert, biozertifiziert ist, produzieren. Und Honig ist auch ein Symbol der Kraft und der Ausdauer. Das haben Sie in Ihren vielen Funktionen. Und ich darf Ihnen mit diesem kleinen symbolischen Geschenk alles Gute wünschen für Ihren weiteren Weg und für die Kraft, die Sie in diesen großen und spannenden Frauenkomplex einbringen. Alles, alles Gute. Danke sehr. Ich nehme diesen Honig mit großer Freude. Er ist wunderschön, ein bisschen auskristallisiert, was ich sehr gerne habe. Und danke für die Einladung. Dankeschön. Danke sehr. Vielen Dank.